und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, der Fred. Und ich hatte ja gesagt, heute kümmern wir uns ausschließlich um unseren Spezial-Friendly-War gegen VE-Rambok. Und es sieht aktuell ganz gut aus. Wir haben etwas mehr als die Hälfte unserer Angriffe weg. Der Gegner hat nicht ganz die Hälfte der Angriffe weg. Er steht aktuell ganze 7-2, also... Wir haben tatsächlich mit 21 Angriffen haben wir 7 Sterne geholt und der Gegner hat mit 18 Angriffen 2 Sterne geholt und ich würde mal sagen, wir suchen uns einfach mal eine geile Base raus. Im Grunde genommen wird es sowieso darauf hinauslaufen, dass wir sehr wenig Sterne holen. Ich hatte doch irgendeine Troll-Base, hatte ich doch gesehen, genau die hier. Wir machen das jetzt aber anders. Wir werden natürlich jetzt nicht von hier angreifen, sondern wir werden von wo greifen wir denn mal an? Wobei doch, die Base lässt uns ja einige Möglichkeiten. Von daher würde ich vorschlagen, wir greifen einfach mal von hier an. Ich habe nämlich was ganz Besonderes vorbereitet. Ich habe nämlich einige einige Skelettzauber. Kriegen wir eigentlich das Rathaus damit down? Hier ist ja nichts an Flächenschaden. Oh, ich habe eine geile Idee, Leute. Oh, das Dorf wird gerade angegriffen. LOL, das wird gerade angegriffen live von Sublake City. Ich glaube, das ist Laura. Ah, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Ja, okay. Vergesst meinen Plan dazu. Die Laura hat mir diesen Plan gerade zunichte gemacht. Ist aber egal. Sie hat einen Stern geholt für uns und da ist noch ein Heilzauber. Allerdings, naja, ich glaube, ein Rekord, was die Prozente angeht, wird das jetzt hier definitiv nicht werden. Aber ansonsten war es ja ganz lustig. Sie hat echt einen Sprung genommen davon. Ich hätte es ein bisschen anders gemacht. Ich habe ja extra meine Skelettzauber, aber naja, sie hat ja 11% geholt. Sie will auch noch ein paar mehr Prozente holen. Wir werden es jetzt sehen. Was wird passieren? Oh, Heilzauber noch drauf. 18%, ein Stern. Oh, damit sind wir ja so unangefochten hier an der Spitze, mein lieber Mann. Aber meine Base hat auch noch keinen angegriffen. Wir werden mal sehen. Meine Superbase. Wir werden mal sehen. Da haben sie überall schon was geholt. Da haben sie überall schon angegriffen. Sie haben eigentlich fast überall schon angegriffen, ne? Den Heik 0123. Ja, wird auch schwierig werden, aber ich würde sagen, dann suche ich mal eben eine ganz neue Base raus, die wir jetzt mal angreifen. Also, oh, da ist noch ein Angriff, oder ist das doch die Laura? Ah, ist doch die Laura. Ich hoffe, sie heißt auch so. Sonst wär's schlecht. Ich gehe einfach mal von hinten durch, gucke mal, ob irgendwo noch eine geile Trollbase da ist, und dann bis gleich. Okay, wir nehmen jetzt mal diese Base von Quatschbob 11000. Und ich habe mir überlegt, wir versuchen das jetzt mal einfach, denn, ja... Im Grunde genommen wäre es natürlich nicht schlecht für unseren Krieg, wenn wir jetzt auf jeden Fall noch einen Stern holen würden. Deswegen probieren wir es einfach mal. Ich nehme ja auch niemandem jetzt irgendwie die Nummer weg oder so. Ich kann wirklich jede Nummer angreifen, die er möchte. Und wir werden das jetzt mal probieren, indem wir jetzt ein bisschen ablenken. Passt mal auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Alle da drauf. So, jetzt kommt der Rest vom Schützenfest. In der Hoffnung, dass wir noch was reißen können. Ah, es wird knapp. Es wird nicht reichen. Es wird auf keinen Fall reichen. Es wird zu gar nichts reichen, oder? Es wird einfach zu gar nichts reichen. Jetzt müssen wir tatsächlich mal gucken. Wobei, ein paar Skelette waren ja sogar noch da. Die haben sich die Luftjäger sogar noch geschnappt. 16%. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir wenigstens noch irgendwie den Rekord von eben... Ob wir wenigstens den noch kriegen von eben. Das wäre natürlich noch cool. Zumindest noch hier einen Rekord, was die Prozente angeht. Ich hatte eben 31. Ein bisschen mehr jetzt an Prozenten wäre natürlich nicht schlecht. Ey, die Barbaren sind einfach so schlecht. Die Barbaren sind einfach so schlecht, was das angeht. Was einfach den Schaden und so angeht. Jetzt haben wir noch 7 Stück. Ich werde definitiv noch die Goldmine noch kriegen. Vielleicht hier noch was. Vielleicht das noch. Etwas, auch nicht mehr. Der ist noch kaputt. Kriegen sie auch nicht mehr kaputt. Das heißt, wir haben jetzt 31%. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir unseren Rekord von eben brechen. Ja, 32%. Sehr sauber. Ach ey, ich verstehe das einfach nicht, dass Supercell das einfach mal nicht hinbekommt, einfach mal die etwas stärker zu machen. Was wäre denn gewesen? Sie hätten einfach mal, weiß ich nicht. Ja, sie hätten einfach bei den Barbaren, die dann da rauskommen, wenn der Rambok wegfliegt oder so, sie hätten einfach Level 10, was rede ich denn? Hier Level 5 Barbaren oder so genommen, keine Ahnung. Ich würde aber sagen, wir machen einen kurzen Cut. Ich suche natürlich nochmal ein, zwei coole Angriffe raus. Bis gleich. Okay, wie hat denn hier der Michael das geschafft, hier einen Stern zu holen? Wie bitte? Wie ist das möglich?
Viermal. Ah, okay. Einfach, ich hätte einfach. Ja, da gleich hätte natürlich andere Zauber nehmen können und so weiter und so fort. Aber wir wollten natürlich auch ein bisschen rumtrollen, wollten natürlich einen lustigen Angriff machen. Steht dazu überhaupt schon was im Chat? Steht dazu schon was im Chat? Magier bauen, erst ein Zauber. Ja, ein Altzauber können wir gleich spenden nach dem Angriff hier. Hat er natürlich den Michael ganz, ganz geschickt gemacht hier. Hat er natürlich ganz geschickt gemacht. Geht er drauf jetzt, zack, das ist auch down. Jetzt hat er noch 33 übrig. 33 Ramböcke sind noch übrig. Ja, schön Wutzauber draufgehauen. Vor allem, ich habe jetzt so viele Ramböcke, du kannst sie nicht mal spenden. Das ist der Nachteil, dass du die nicht... Du kannst sie nicht spenden. Was die Frage ist, was machst du dann damit? Weil ich hab jetzt im Grunde... Habe ich jetzt einfach das, ich hab das ganze Armeelager voll damit und weiß nicht wohin damit. Das ist echt ein Problem. Aber na gut, ja, das wusste ich ja vorher. Ja, würdet ihr jetzt sagen, das wissen wir jetzt vorher. Übrigens haben auch viele Leute schon in das 14 Uhr Video geschrieben, ein Community-Clankrieg wäre mal wieder erwünscht. Da würde ich aber fast schon sagen, dass wir dann quasi zwei Clans machen, die gegeneinander antreten wieder. Zum einen finden wir da vielleicht ein paar gute Leute für The Return. Zum anderen werden wir dann vielleicht, geben wir einfach viel mehr Leuten die Chance mitzumachen. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns auf jeden Fall noch einen coolen Angriff an. Wir gucken jetzt die heroischste Verteidigung. Nummer 6 gegen Nummer 6, echt, die heroischste Verteidigung soll das sein. Ja, okay, das ist natürlich, im Grunde ist das die beste Möglichkeit. Du nimmst einfach die Erdbebenzauber, haust drauf bis hinten gegen, versuchst dann quasi den Ramböcken einfach so einen Weg zu bahnen dahin. Ja, klar, mit Helden wäre es natürlich viel einfacher gewesen. Vielleicht machen wir nochmal einen Special Clan-Krieg und nehmen wir mal die Helden noch mit oder so. Und machen vielleicht noch einen normalen Friendly War mit den Leuten hier. Mal gucken, was da noch so passieren wird. Ich weiß gar nicht. Ey, der war so nah dran eigentlich. Verhältnismäßig nah dran. Er hat das Rathaus schon berührt. Und das ist eigentlich... Ja, das ist eigentlich schon eine Leistung in diesem Krieg, das wenigstens so bis zum Rathaus durchzukommen. Er hat den König noch gesetzt, aber das ist ja verboten bei uns. Deswegen gut, dass er da abgebrochen hat. Eieiei. Okay, wir haben ein paar Magier erhalten. Jetzt können wir endlich spenden. Den Altzauber. Sehr gut. Die Frage ist... was mache ich jetzt? Also gut, das ist dazu das Problem. Wir können mal eben gucken. Wir gehen mal eben runter ganz mit der Death. Vielleicht haben wir noch irgendwen von ganz unten oder so. Wobei, wenn ich da jetzt Vergeltung mache, werde ich einfach 100 Millionen Pokale verlieren. Ich werde generell 100 Millionen Pokale verlieren jetzt, weil ich ja... Ich hab nur Ramböcke und die Skelettzauber. Nichts anderes. Oh, das wird schwierig. Ja, egal, ja, 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 ist egal, ist egal, ist egal. Haben wir den 5,7 Millionen, wir können mal ganz kurz eben sammeln, dann können wir nämlich schon wieder ein neues Mauerstück machen. Oh, wir haben fast alle. Bald kommt eine große Folge, wie mache ich meine Mauerstücke am schnellsten? Iron Man hat auch schon richtig schnell seine Mauern fertig gekriegt. Mittlerweile ist es so easy geworden, die Mauern zu machen. Wenn ich echt nur auf Mauern gehen würde, die wären so schnell fertig. Wir können ja mal drauf gucken. 5 Stück noch. Ich mache ja zwischendurch noch, wie gesagt, meine Death. Von daher kann ich das Gold dafür nicht benutzen, aber es ist so easy. Ja, gib mir doch halt einen Zauber. Irgendeinen Zauber. Ja, yeah. Okay, wir greifen jetzt mal an noch und gucken mal, was wir jetzt noch hinkriegen. Es ist schwierig. Nur Ramböcke. Ja, gut, diesmal kann ich die Helden ja benutzen. Nur das Problem ist, wir haben 12 Maskelett und er sucht sich zu Tode. Wir müssen einen Cut machen, Leute. Wir müssen einen Cut machen, also... Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, die Gegnersuche hat mal ein bisschen länger gedauert. Deswegen greift jetzt erstmal der Florian an gegen... Ja, da greift den Simon an. Und ratet mal wieder mit. Ratet mal wieder mit. Also, ich habe ja in der 14. Episode, hatte ich glaube ich 4000 Ramböcke. Es sind ungefähr 3900 irgendwas. Ich habe es mal ein bisschen grob überschlagen. Wenn wirklich jeder Rambock only nimmt und wenn wirklich jeder seine zwei Angriffe macht... Ja, du kannst so rechnen, 47 bis 48 Ramböcke... Mal 2, weil du ja 2 Angriffe hast. Und dann nochmal mal 2, weil es 2 Clans sind. Also von daher, ungefähr 4000. Kannst du auf jeden Fall rechnen. Ja, 3900, 4000. Je nachdem, wie viele Rathaus 11er, wie viele Rathaus 10er es gibt. Oh, das ist auch geil. Er setzt den Klonzauber daneben. Er setzt den Klonzauber daneben. Ja, super. Wer soll denn da rein? Er hat auch noch den Freeze auch noch offen. Ja, Florian. Also es ist natürlich richtig lustig. Es ist auch richtig lustig zum Zugucken. Auf jeden Fall auch vielen Dank an alle aus den Clans, aus Verbrannte Erde, Mobile Fanboy und The Return, die jetzt hier auch mitmachen, weil es ja auch ein bisschen was kostet an Elixier. Es kostet was an, ja, vielleicht auch an Dunklen, wenn du halt die dunklen Zauber nimmst. Es kostet noch ein bisschen Zeit. Ja, wobei er braucht die Zauber. Ja gut, die Zauber bleiben eh... Die bleiben zwar bestehen, nur du musst die Truppen ja hinterher trotzdem loswerden. Das ist ja die Sache. Du musst sie einmal, musst du sie ausbilden, die Ramböcke. Ne, ich habe sie jetzt ja auch ausgebildet. Sie gehen ja da nicht weg.
Ich brauche sie für den zweiten Angriff nicht nochmal ausbilden. Ey, gibt's denn hier keinen Gegner oder what? Oder weirder what? Oder weirder what? Ja, super. Ich glaube, es könnte ein bisschen dauern, bis ich jetzt hier einen Gegner gefunden habe. Es könnte ein bisschen dauern. Ja. Ich will euch nicht nerven mit der Suche. Also machen wir einen kurzen Cut. Warten wir Leben ab, bis wir einen Gegner gefunden haben. Den wir auch, wo ich zumindest die Chance habe, zumindest einen Stern zu holen und den Bonus mitzunehmen. Also Leute, kurze Cut, bis gleich. Wir haben noch einen Angriff, nämlich von der Nummer 13 auf die Nummer 13 von Simon auf Destroyer. Was ist nicht Kira Destroyer, Kira L Destroyer, Entschuldigung. Es ist, oh, er holt einen Stern. Er wird einen Stern holen. Er wird einen Stern holen für den Gegner. Oh, 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 oh. Vielleicht. Nein, vielleicht. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Jetzt muss er hoffen, dass der Blitz einschlägt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Wir führen immer noch. Oh, sie leben noch, die Skelette. Also sie laufen zur Königin durch. Oh, mein lieber Mann. Das war... Ey, Spannung pur. Spannung pur. Eieieiei. Eieieiei. Oh, 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 oh. Der Klonzauber, sagt er. Oh, wir führen immer noch. Wir führen sogar mit 8 zu 2. Ah, solide Führung. Und ich suche immer noch einen Gegner. Geduldet euch doch ein bisschen. Für eine Sekunde. Bis gleich. Okay, ich verspreche mir von dieser Base, dass wir eine realistische Chance haben. Dass wir eine realistische Chance haben, es zu schaffen. Denn, guck mal, seine Clanburg ist so weit weg. Das Einzige, was mich natürlich jetzt hier nervt, ist die Adler-Death. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Indem wir jetzt erstmal alle da einsetzen. Wir lenken jetzt erstmal ein bisschen ab damit. Gucken mal, was passiert. So, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Jetzt kommen sie alle daher. Jetzt kommen sie... Oh, noch ein Wutzauber drauf. Komm, 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 komm. Wutzauber drauf. Den noch drauf. Ey, kommen sie überhaupt durch? Kommen sie durch? Kommen sie durch? Ja, ja, ja. Nein, sie kommen nicht durch. Jetzt wird's gleich richtig schwierig. Also sie haben zumindest schon mal... Naja, immerhin. Sie haben uns schon mal einen kleinen Weg gemacht. Sie haben uns schon mal einen kleinen Weg gemacht. Eieieiei. Komm, Adler-Dev. Oh, Adler-Dev, schieß für uns. Schieß für uns. Das macht uns jetzt gar nichts aus. Nö. Das macht uns gar nichts. Das macht uns gar nichts. Pass mal auf. Zack. Haha, gezündet. Gezündet, gezündet. Und jetzt gleich gebe ich auf. Jetzt gleich gebe ich auf und wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich einen Stern geholt. Immerhin noch... Ja, okay, 70.000 Bonus. Ey, das ist besser als nichts. Wir können es ja mal teilen. Eieieiei. Oh, er greift jetzt an. Okay, okay, okay. Viel Glück, viel Glück. Viel Glück, viel Glück, viel Glück, viel Glück, viel Glück, viel Glück. So, mal eben jetzt ganz kurz noch. Davor, die Angriffe waren so geil. 728.000 Gold. Und jetzt muss ich hier mit diesem Mist hier mich durchschlagen. Greift er denn schon an? Nein, er greift doch nicht an. Kurzer Cut. Wir warten noch auf jeden Fall ab. Den Angriff möchte ich auf jeden Fall mir noch angucken. Bis gleich. Angriff von Heiko. 1, 2, 3. Und was macht der? Hatte der nicht schon... Hatte die Base nicht schon einen Stern? Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, die Base hatte schon einen Stern. Er klont jetzt noch. Es ist natürlich die Frage, wie viel Prozente wird er damit holen? 12% hat er schon... Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Bell schon einen Stern hatte. Heiko, 1, 2, 3. Seid ihr mal gefragt, ihr Zuschauer, hatte die schon einen Stern? 23%? Er wird auf jeden Fall noch ein paar Prozente holen. Ja, aber die sind so schlecht, die Barbaren. Ich hab's doch mal gesagt. Oh, da hat er noch einen kleinen Zauber hingeschmissen. 28%? Oh, ich hatte immerhin eben 32%. Naja, mein Angriff war ja jetzt nicht so ganz so gut. Aber holen Sie noch den einen Bohrer? Ja, holen Sie noch 29%? Die Frage ist, hatte die Base schon einen Stern? Also wir gucken mal nach. Das ist der Stefan, die Nummer 12 von dem Clan Verbrannte Erde Rambok. Nummer 12. Eine Verteidigung, genau, Verteidigung. Nö, Tatsache, hatte noch nicht. Super, dann haben wir also noch einen neuen Stern bekommen und sind jetzt... Aber hä, warte mal, hat das nicht gezählt? Kriegsereignisse. 30% gegen die 12. Hat denn die irgendwer schon angegriffen? Stefan. Wo ist der Stefan? Da ist der Stefan, aber das war sein Angriff. Das ist der Stefan, das war auch kein Angriff. Ah, wollte ich doch sagen. 30%. Dann hatte die Base doch schon einen. Oh, wir haben noch einen Angriff. Erik gegen Otskursaking. Erik gegen Otskursaking. Ja gut, klar, er wird natürlich von hier oben angreifen. Er wird den Sprungzauber nehmen. Was wird er tun? Eigentlich machen sich die Leute doch ganz schön viele Gedanken. Das ist schon ganz cool. Er versucht natürlich jetzt hier erstmal einen kleinen Weg zu bauen da rein. Ein bisschen was frei zu machen. Und dann wird er gleich den Sprungzauber nehmen. Er hat jetzt noch 34 übrig. Es wird natürlich jetzt knapp. Also ein Wutzauber kann er gleich ruhig schon mal verbrennen eigentlich. Für irgendwelche Truppen außen. Denn sonst wird's eng.
Sollen wir sehen. Ja, die laufen jetzt natürlich da drauf. Ja, der Rest, okay, der Rest läuft. Jetzt muss er den Wutzauber, er muss den Wutzauber setzen, sonst wird's eng. Er kann eigentlich gleich noch einen Wutzauber setzen. Die Frage ist, reicht das? Wenn wir den holen, wenn die den jetzt holen, den Angriff, dann könnte es nochmal richtig knapp werden für uns, aber es wird nicht ganz reichen. Aber es ist gut gemacht auf jeden Fall. Hat er sich echt Gedanken gemacht, der Erik, auf jeden Fall. Lustiger Angriff und auf jeden Fall Gedanken gemacht. Allerdings fehlt jetzt auch noch sein Skelettzauber, den kann er jetzt noch draufdreschen, aber es wird nichts mehr bringen. Ja, mal gucken, wie der. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie das ausgeht hier. 8:2 aktuell. Meine Base hat ja auch noch niemand angegriffen. Wollt ihr die Fallen mal sehen? Wollt ihr sie mal sehen? So. Jetzt habt ihr sie gesehen. Gegner, ihr könnt uns gar nichts. Ich zeige euch ruhig die Fallen. Also, macht es gut. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns später wieder. Macht es gut. Tschüss.